Die Idylle der Tiroler Alpen. Einmal im Jahr kommen sie. Mit ihren Mopeds, Mofas und ihrer Leidenschaft für das langsame Rasen. Über 2000 Mofa- und Mopedfahrer machen jeden Sommer das idyllische Ötztal unsicher. Österreichs Alpenstraßen werden zu ihrer persönlichen Rennstrecke. Es ist ein Rennen, das eher langsam gefahren wird. Schwachbrüstige Motoren, steile Anstiege und aufwendige Kostüme. Der Ötztaler Moped-Marathon ist das verrückteste Zweitakt-Event Europas. Ramerberg in Oberbayern. Hier treibt Flosch sein kreatives Unwesen. Der Allround-Künstler mit dem bürgerlichen Namen Florian Schulz gibt seinem Kumpel aus Wien den letzten Schliff für das 50-Kubik-Spektakel. Cornelius, den alle Conny nennen, ist Önologe. Er versteht sich auf die Kunst des Weinmachens. Flosch ist vieles: Maler, Bildhauer und Tätowierer. Dinge, die ihre Zeit brauchen. Genauso wie die Moped-Duelle in den Bergen. Das ist immer die, beim Ötztaler Moped-Marathon die Gebirgspässe. Da siehst du dann immer so zwei, drei Kehren vor dir einen. Dann fährst du so 10,7 km/h, der andere fährt 10,5 km/h und dann überholst du. Weißt du, dann fährst du auf den zu, ist da eine Kehre, noch eine Kehre, noch eine, und dann hast du ihn, dann ist er parallel neben dir, dann schaut dich so an, dann fängt er auf einmal in die Pedale zu treten. Fliegt er so weg. Und dann dauert es, bis ihm die Puste ausgeht, und dann hast du ihn wieder. Und dann kommt der nächste daher, so, bau, schießt vorbei mit 80 km/h in der Kurve. Flosch ist ein Urgestein des Ötztaler Moped-Marathons. Fünfmal war er schon dabei. Diese ganzen Freundschaften, die entstanden sind, also das sind ganz viele inzwischen, die ich einfach kenne, mit denen man feiert. Da sind Kunden dabei, es sind alte Schulkameraden dabei, die man dort wieder getroffen hat nach mehreren Jahren. Und er ist einfach ein unheimlicher Zusammenhalt. Also da kann man, auch wenn man mal liegen bleibt, es bleiben sofort Leute stehen, versuchen zu helfen. Und wenn man mal so sieht, wenn 2000 Mopeds in der Früh anspringen und der blaue Dunst über dem Ötztal aufgeht, diese Geräuschkulisse und der Geruch in den Bergen, das ist einfach fantastisch. Für Conny wird es ein ganz besonderes Abenteuer. Er fährt zum ersten Mal mit. Zudem hat er erst seit kurzem den Führerschein. Also an und für sich bin ich blutiger Anfänger. Zwei, dreimal mit Flosch ausgefahren, aber dem Ausmaß noch nichts. Und Ehrfurcht ist auf jeden Fall da. Gestern hat es mich auch gestreut oder gelegt am Rollsplit. Ein bisschen ein WW habe ich gekriegt. Aber diese Heirat ist wieder gut. Aber ja, es passt schon. Solange nichts am Ötztaler Moped-Marathon passiert, wird schon hinhauen. Kilometer entfernt, im nordrhein-westfälischen Wegberg, wird geschraubt, gepackt und die Route geplant. So. Sascha, meinst du, wir brauchen eine Regenkombi? Oder ich hoffe, wir brauchen mehr Sonnencreme als Regenkombi. Gar keine Regenkombi erst dabei. Ja, das ist ganz gut. Dann wird es auf jeden Fall nicht regnen. Ewig Optimist. Okay, also wenn es gut läuft, schaffen wir es. Heute bis Koblenz, ja, okay. Die Ecke. Ja. So, dann fahren wir schön am Rhein entlang. Okay, cool. Morgen bis Stuttgart. Okay. Die Eifel wird ein bisschen ab Koblenz dann. Jenny Vogt, Marcel Gäbler und Jennys Bruder Sascha Finke wollen auf ihren Mopeds bis ins Ötztal fahren. 900 Kilometer Landstraße mit insgesamt 10 PS. Das ist Zweitakt-Leidenschaft. Auch Jenny ist das erste Mal dabei. Okay. Gut, okay. Ein Tag, zwei, Pause und dann sind wir unten.
Und dann kann man endlich Moped fahren. Genau. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil ich habe ja auch keinen Motorradführerschein wie jetzt die meisten anderen Jungs und Mädels, die wahrscheinlich dabei sind dann. Aber ich bin ja erst seit, ich glaube, 2-3 Jahren fahre ich. Und ich, für mich ist das ganz gut, dass ich so langsam fahre. Also ich brauche es nicht schnell. Ich bin früher viel Motorrad gefahren, bin dann vor 5 Jahren wieder umgestiegen auf die kleinen Mopeds. Back to the roots. Man fühlt sich dann auch wieder ein bisschen wie 16. Jugendliche mit 40 Jahren. So einen großen und kompletten Werkzeugkoffer würden Jugendliche allerdings kaum mitnehmen. Kabelbinder, Panzertape, Bremsenreiniger, Zündkerzen. Jenny fährt eine Schwalbe KR51-1 von 1975 und hat den farblich passenden Rucksack dazu. Ich glaube, das passt ganz gut. Vor allem passt er ja auch noch farblich. Ja, ich habe den nur deswegen gekauft. Ja, nee, ist cool. Nee, passt. Ist alles ganz locker. Ankunft des Wegberger Abschiedskomitees. Einen Teil der Jungs werden Jenny, Marcel und Sascha im Ötztal wieder treffen. Allerdings wollen sie lieber bequem mit Auto und Anhänger anreisen. Zumindest die ersten Kilometer will das Komitee die drei aber begleiten. Hallo. 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 Ja, fahren wir noch ein Stück mit? Ja, let's rock. 5 Tage werden die drei bis ins Ötztal unterwegs sein, wenn alles nach Plan läuft. In Ramerberg näht Floschs Ehefrau Foni noch an den Kostümen für das Zweitakt-Event. Flosch entwirft die Kostüme und Foni schneidert sie. Michael Herrmann ist der dritte Mann in Floschs diesjähriger Moped-Gang. Michael arbeitet in Stuttgart in der Mikrochip-Forschung. Auch er ist schon beim Moped-Marathon mitgefahren. Es ist ja nicht nur ein Hobby, sondern man steckt da ja voll drin. Und die anderen Leute, die dort anwesend sein werden, sind genauso drauf. Und das ist das, man hat immer ein gemeinsames Thema, man hat gemeinsam Spaß. Und das ist einfach großartig. Wird geil. Passt wie angegossen, oder? Sehr geil. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. 2015 waren wir noch in Zivil und haben gesehen, dass so ein paar Leute verkleidet sind. Das hat uns tierisch gut gefallen. Ich habe einfach nur gemeint, beim nächsten Mal komme ich verkleidet mit meinen Jungs. Und dann bin ich leider gestürzt, konnte nicht fahren. Und dann 2017 ging es richtig los. Da waren wir 7 Stormtrooper und ich als Vader. Das war irre. Also das war wirklich mega, weil wir ein unheimliches Feedback bekommen haben. Dann 2018 waren wir nur zu zweit und sind als Pinky und Brain gefahren, was unheimlich skurril war. Also es war das skurrilste Wochenende, was ich jemals erlebt habe. Uns haben sie gefeiert, wir haben gefeiert. Und 2019 war der Michael schon dabei, waren wir zu fünft als Judge Dredd Einheit. Und ja, ich habe den Spruch gebracht, there's no ride like slow ride. Worauf er verstanden hat, there's no life like slow life. Und hat gemeint, ich brauche ein Faultier, ein tätowiertes. Und dann habe ich ihm ein Faultier mit Motorradklamotten und einem Moped-Lenker tätowiert. Und jetzt fahren wir als Faultiere. Seine Verkleidungsideen für den ÖMM holt sich Flosch aus der Filmwelt. Diesmal ist der elend lahme Sachbearbeiter Flash aus dem Disney-Animationsfilm Zoomania Vorbild für das Faultierkostüm. Und weil die Flosch-Gang Wert auf Detailtreue legt, gilt die Regel: Wenn wir Flash sind, bewegen wir uns auch wie Flash. Sölden im Ötztal macht sich bereits schick für die Mofa- und Moped-Meute, die aus halb Europa anreist.
Leitstelle mit D ist kein Tippfehler. Hier geht es tatsächlich darum, größeres Leid zu vermeiden. Wer mit seinem Moped irgendwo in den Bergen liegen bleibt, wird wieder eingesammelt. Versprochen. Manuel Riebes ist Präsident des Ötztaler Mopedvereins. Morgen Donnerstag ist der Hauptanreisetag für die ganze Sache. Also es werden dann auch, sage ich mal, wirklich die 2200 Leute anreisen. Dino, du hast, wie schaut die ganze Sache aus? Ja, zwei Polizeimotorradler. Das heißt, zwei Motorradpolizisten, jawohl. Danach käme ich. Nein, mir. Da, okay, Polizei. Mir. Du. Du. Ich mit meiner Gang. Genau. Und danach alles andere. Richtig. Passt. Um 2000 Kleinkubik-Cowboys im Zaum und gleichzeitig bei guter Laune zu halten, ist mittlerweile ein gewaltiger Organisationsaufwand entstanden. Begonnen hat das alles mit einer Wette. Der Ötztaler Mopedmarathon hat eigentlich wie so viele coole andere Geschichten mit einem Bier, ein paar Freunden und einem Kugelschreiber begonnen. Ich selber bin seit Jahren der Schlusswagen des Ötztaler Radmarathon. Das ist eine Amateurradveranstaltung mit ca. 4500 Teilnehmern über diese eben Ötztaler Runde und ich bin der Besenwagen. Und es hat halt geheißen, bei mir wäre es halt recht, wenn ich mal selber mit dem Fahrrad fahren würde, würde mir nämlich optisch auch nicht ganz so schlecht stehen. Und dann habe ich gesagt, das geht maximal mit dem Mofa fahre ich damit und das geht sowieso nicht. Und eine Kiste Bier dagegen gewettet und dann ist das Ganze ins Laufen gekommen. 2014 fand der erste Moped-Marathon in den Tiroler Bergen statt. Zu Beginn lieferte sich noch der Lokalmatador im Extremradfahren ein Rennen gegen die Moped-Meute. Sieger war aber niemals der Schnellste. Es ging nie ums Rasen. Es ging immer eher um Stil und um Spaß. Und darum, seine Lose in die Checkpoint-Kisten zu schmeißen. Das ist auch jetzt noch so. Es wird ernst. Die großen Rennställe trudeln ein. Geht. Flosch sieht sofort, dass die Zweitakter aus Bayern neben Mopeds noch eine andere Leidenschaft haben. Passt! Eine Jägermeisterbetankung, das ist das Beste, was man überhaupt tanken kann. Das macht jede Maschine geschmeidig. Das ist schön. Also die, da haben sich echt was einfallen lassen. Hä? Mit Bierhalter, mit Bierkühlung. Wow. Und im Geheimfach der Zweitakter wartet noch mehr Stoff zum Nachtanken. Los. Yeah. Super. Ja, das ist unser Bierautomat, weil wir haben uns halt gedacht, wir werden bestimmt einen Durst haben. Nicht nur wir, auch andere Leute da herunten. Somit haben wir uns für einen Automaten entschieden, entsprechend ein Bier dabei und ja, brauchen wir kein Augustiner, oder? Der Schlachtruf des Ötztaler Moped-Marathons, den drei Faultieren, kommt ja definitiv zu früh. Es ist noch am Morgen und da muss erstmal das Fell gepflegt werden. Also vorne darf es gerne ein bisschen kürzer sein, hinten hätte ich es gerne länger. Wenn es geht nach rechts. Soll ich zur Seite kommen auch? Ja, bitte. Beim Fell über die Ohren ziehen wird schnell klar, zu hastige Bewegungen führen mit der ganzen Faultierwolle unweigerlich zu Schweißausbrüchen. Ja, also wenn wir dann Vorarlberger Marathon mitfahren, Flosch, ein bisschen was Leichteres, oder? Die nächste Kostümwahl. Ich glaube, da fahren wir so Baywatch oder so. Aber es ist ein bisschen früher im Jahr, dass, wenn es gut läuft, nicht ganz so heiß. Also nix wie aufs Moped. Fahrtwind ist die Rettung. Spätestens als es ans Tanken geht, sind sich alle drei sicher, genau zu wissen, warum Faultiere sich eigentlich immer so langsam bewegen.
damit sie nicht ins Schwitzen kommen. Das Team Border Cross 50 Kubik, wie sich unsere Langstreckenfahrer aus Nordrhein-Westfalen nennen, ist noch ein gutes Stück entfernt von Sölden. Während der tagelangen Fahrt über die Landstraße genießen Sascha, Jenny und Marcel den langsamen Wechsel der Landschaft und das gleichmäßige Knattern ihrer Zweitakter. Solange die dann knattern. Rainer, den die drei unterwegs aufgesammelt haben, hat eine Panne. Das Lüfterrad ist kaputt. Das sollten Löcher sein und keine Langlöcher. Grund unklar. Grund unklar. Was machst du jetzt? Ein neues drauf. Ja? Ein neues drauf. Alles klar. Auch Sascha muss schrauben. Bei seiner Simson ist der Auspuff abgerissen. Ja. Das Moped war hinten auf dem Auto transportiert. Wie auch immer. Angefahren, ne? Einfach. Angefahren. Dadurch ist das Gewinde abgerissen. Dadurch ist das Zylinder jetzt erstmal unbrauchbar. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab jetzt zwei Optionen. Entweder schnell schweißen lassen oder ich hatte noch einen Zylinder dabei und habe mich jetzt für die Variante entschieden, den anderen Zylinder aufzubauen. In der Hoffnung, Plug and Play und läuft. Ohne offizielle Erlaubnis wäre der Moped-Marathon bei seiner Größe eine ziemlich illegale Veranstaltung. Luigi Moser, der stellvertretende Kommandant der Polizeistation Sölden, prüft, ob alles seine Ordnung hat. In den nächsten Tagen wird es eng im Tal. Die Autofahrer könnten genervt reagieren. Für sie verstopfen dann über 2000 lahme Gurken die schmalen Bergstraßen. Moped-Präsident Manuel weiß, wie wichtig es ist, Polizist Moser auf seiner Seite zu haben. Es gibt ein neues Problem. Eine Baustellenampel am Ortsausgang droht den geplanten Massenstart mit ihren lästigen Rotphasen zu vermasseln. Und jetzt ist das mit der Ampel da nicht unbedingt optimal. Glaubst du mir, kriegen wir das irgendwie hin, dass wir das zumindest einspurig da kriegen, ohne Ampel? Eine Stunde mehr braucht man jetzt. Ja, viel länger nicht. Das war halt super, dass man da noch da. Das Problem ist auch, dass da ein irrsinniger Rückstau nachher ist, wenn das einspurig ist. Ja. Nein, schauen wir das auch mal noch. Halt war super. Finde ich eine Lösung. Ja. Der stellvertretende Polizeikommandant will das Problem gleich vor Ort aus der Welt schaffen. Für lange Dienstwege bleibt jetzt keine Zeit mehr. Ein, zwei Anrufe später gibt Luigi Moser Entwarnung. Super. Gewaltig. Danke dir. Und? Wir sind safe, Manu. Echt? Ja. Geil. Sie machen es jetzt so, dass wir vor dem Stall, also am Vormittag müssen sie noch arbeiten. Da. Die brauchen den Bereich da noch. Aber sie hat sich so ausgehen, dass sie nachher zweispurig sogar frei da bringen. Da. Das geil. Heißt, wir haben da die Mitte bleibt okay. Als Absicherung. Ja. Und da haben wir da zweispurig ohne Ampel und nachher läuft das eigentlich. Na, Gott sei Dank. Kommen wir da auch jetzt. Gott sei Dank. Danke, 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 danke. Alles Gute, ja? Ciao. Luigi Moser von der Polizei in Sölden hat jetzt mir durch seine Kontakte das Ganze ermöglicht, dass wir eben diese Baustellensituation entampeln. Quasi, wenn man das so sagen kann. Also wir kriegen für die Slow Parade kriegen wir tatsächlich jetzt die Möglichkeit, das ganze Ding zweispurig ohne Stau und ohne Ampel zu fahren. Das ist super, das ist perfekt für uns. Immer mehr 50-Kubik-Maschinchen kommen in Sölden an. Bei ihm läuft es allerdings nicht so gut. Seine Kiste, die das belgische Flachland gewöhnt ist, will nicht anspringen. Ein Höhenunterschied, da kommt kein Luft genug, sondern ein bisschen höher schrauben. Von überall aus Europa strömen die Moped-Enthusiasten ins Ötztal. Oder sie nehmen sich den MM zum Vorbild. In Belgien gibt's jetzt auch was Ähnliches. Die haben jetzt eins. Aber die haben das auch hier mal sehen bekommen und dann, jetzt haben die eins in Belgien. Aber weiter, Belgien gibt's nichts.
Im kühlen Fahrtwind genießen die drei Faultiere die Langsamkeit im dicken Zottelfell. Rasen sollen die anderen. Die drei gehen mittlerweile voll und ganz auf in ihrer Rolle als Faultiere. Brutal schnell war die Fahrt bisher. Übelst. Ich habe jetzt schon Panik vorm Runterfahren. Es wird noch brutal schneller. Doch vorher müssen sie noch nachweisen, dass sie diesen Checkpoint abgefahren haben. Dafür schmeißen sie ihr Los in die Box. Geht bei den dreien eben alles etwas langsamer. Das mag auch an der Hitze im kunstpelzigen Kostüm liegen. Ja, das Abkühlen ist schon gut. Dann. Der Fahrtwind ist perfekt, aber solange man steht, dann wird's heiß. Derweil nähert sich das Team Bordercross 50 Kubik in Höchstgeschwindigkeit, also knapp 50 Kilometer in der Stunde, dem Ziel. 5 Tage nach der Abfahrt in Nordrhein-Westfalen. Auf dem Campingplatz lautes Hallo bei der Ankunft der Helden. Papa Harald und dessen Freundin Marianne sind wie die meisten mit dem Auto angereist. Wir dachten, ihr wärt doch ein bisschen eher da gewesen. Ich dachte, ihr hättet uns gehört. Ja, oder wir hätten euch noch überholt. Wir hätten oder euch so. Noch überholt, da hätten wir noch eine kleine Pause machen können. Oh, hast du keine Kraft mehr. Ich halt fest. Mach erst mal den Helm ab. Oh, ja, schnicke hier. Ja, genau. Alles gut. Gut heile angekommen. Ja, mein Gott. Hammer. Es ist der Hammer. Ich hab's geschafft, jetzt nicht da. Also wir haben das ja beim Fahren auch gemerkt. Ja. So viele Mopeds unterwegs, ja, so eine Scheiße. Total, ne? Das fahren wir ja gar nicht voran. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Kilometer sind wir jetzt überhaupt gefahren? 900. 900, ey, leck mich am Arsch. Ey, 900 Kilometer, 4 Tage, hart, echt. Hauptsächlich ist wirklich der Hintern, dass der wehtut. Kein Wunder, wenn man von morgens bis abends auf der schmalen Sitzbank einer alten Simson sitzt. Doch es gibt eben auch so viel Schönes zu erleben beim langsamen Reisen mit einem Zweitakter. Man bekommt irgendwie so mit, wie sich die Landschaft verändert, auch wie es riecht. Wir sind an einem Knoblauchfeld vorbeigefahren, da roch alles nach Knoblauch. Man fährt da so an den Kornfeldern vorbei. Wenn du schönes Wetter hast, ist es natürlich wunderbar. Und dann hältst du irgendwo an, um kurze Pause zu machen oder was zu essen, kommst mit den Leuten ins Gespräch, du wirst angesprochen, mit was für Motorrädern oder Mopeds du unterwegs bist. Und manche fühlen sich da auch so, das Moped habe ich auch gehabt, wo ich jung war. Und dann kommt man einfach ins Gespräch und man ist einfach langsamer unterwegs. Ne? So einen Tag, halt 8 Stunden auf dem Moped und hat da irgendwie nur 200 Kilometer geschafft. Das ist am Ende egal, weil du erlebst halt einfach viel. Das ist das Schöne. Vielen Dank. Ey, voll cool mit euch, echt. Mega. Und dabei liegt der eigentliche Moped-Marathon noch vor Rookie Jenny. Das ist absolut die Größte. Alles Verrückte, alles wuselt miteinander, jeder kämpft für sich. Kannst ja auch nicht auf den anderen achten, weil ich muss ja auf meine Leistung achten, dass ich weiterkomme. Ich kann nicht bremsen, weil ich sonst nicht mehr hochkomme, eventuell. Das ist das. Deswegen muss man schon, wenn man diese Touren hier fährt, muss man schon ein erfahrener Fahrer sein. Das kann man nicht einfach so, ich fahre mal mit. Ich hab früher mal einen Mofa gehabt. Das geht nicht.
alt ist ein alter 50-Kubik-Hase. Und das zeigt er auf seine Art. Auf der Vespa und auch am eigenen Leib. Man braucht sich nicht immer komplett einkleiden, obwohl dann natürlich empfehlenswert wäre. Aber man macht es halt nicht. Helm hat man da an. Ich fahre auch schon mal mit Flipflops, obwohl das alles nicht gut ist. Aber nur, wenn es super heiß ist natürlich. Ne? Aber auch dann kann natürlich was passieren, das ist ganz klar. Und das ist das Schöne daran. Bei dem richtigen Motorrad muss man immer die richtigen Lederklamotten und dann im Stau stehst du zu schwitzen, fährst auf der Autobahn und das hat wirklich keinen Spaß machen. Auf Söldens Campingplatz wird's mittlerweile eng. Zum Glück hat Campingplatzchef Lukas Kneisel Marathonerfahrung. Er muss mal wieder mit zusätzlichen Wohnmobilen und Anhängern, die gar nicht angekündigt waren, Tetris spielen. Da geht sich da von der Länge her gut aus. Ihr könnt da sitzen. Die zwei Busse gehen wir unten hin und das Zelt. Oder drei Busse, das bekommen wir unten noch hin. Das ist irgendwie blöd. Da. Ja, na, das ist gleich da unten. Schau da, wo die vorne ist. Es ist eigentlich immer so, dass man vor die nackten Tatsachen gestellt wird. Und da muss man halt einfach ein bisschen zaubern. Viele Gäste von denen wurden schon früher bei uns als glücklicher Gast gefeiert. Und da sieht man halt einfach, dass es von Anwälten über den Steuerberater und so weiter eigentlich alle Klassen betrifft, die das Hobby frönen. Und ja, es ist so, dass die Erwachsenen da einfach wieder mal Kind spielen können. Okay. Wer bei diesem Marathon vorn mitspielen will, sollte schrauben können. Oder eben Sascha zum Bruder haben. Genau. Jenny, Gummihammer. Definitiv. Hier. Was ist da los? Was ist da los? Schlechter Hiwi. 21er Schlüssel? Da, guck mal. Nee, ich brauche Schlüssel. Ach, Schlüssel. Was? Sascha nimmt jetzt einfach eine Mutter raus, weil wir die Schaltung ein bisschen einstellen müssen. Weil die Schaltung, da gehen die Gänge immer raus. Springen die Gänge raus oder der zweite Gang geht einfach gar nicht mehr rein. Saschas Schwager Rainer wiederum braucht für seine Simson Star eine neue Dichtung. Das Moped Baujahr 1973 verliert Öl. Der ganze Campingplatz ist ein einziges Schrauberlager. Roland aus Alzey in der Pfalz hat sich extra eine alte DKW für den Moped-Marathon besorgt. Ja, ich habe sie so gekauft. War lackiert, aber technisch war sie halt in einem schlechten Zustand. Der Motor musste komplett gemacht werden, der war auseinander. War der falsche Motor dabei, dann habe ich schon 3- oder 4-Gang umgebaut. Und habe, wie gesagt, technisch nochmal alles durchgemacht. Die ganze Lenkkopflager, die Achsen, die kompletten Bremsen, das war alles komplett noch vergammelt. Damit er in den steilen Bergen auch mal andere überholen kann, will er vorn ein kleineres Zahnrad einbauen. Im Fachjargon Ritzel genannt. Die hat ja nur die Leistung im gewissen Bereich. Und da habe ich manchmal am Berg Probleme gehabt, dass ich einfach nicht von der Drehzahl hoch genug gekommen bin und die Kraft gehabt habe. Und deswegen, dass ich ein bisschen angenehmer fahren kann, ist im Endeffekt dann ein bisschen langsamere Endgeschwindigkeit. Aber eigentlich die Berggeschwindigkeit kann ich wahrscheinlich sogar erhöhen. Als sich die Sonne dem Horizont nähert, sind plötzlich andere Dinge wichtiger. Partystimmung auf dem Eventgelände. Ganz ohne Bier geht das nicht. Pflichtbewusst warnt Ortspolizist Luigi Moser vor übermäßigem Alkoholkonsum. Was hier keiner weiß, der stellvertretende Ortskommandant hat noch einen eigenen Programmpunkt für alle hier geplant. Schon am frühen Morgen geht es los. Unsere drei Faultiere fahren in Zivil. Kleine Pause von den stickigen Zottelfellen. Mit Simson, Zündapp und Cobra geht es 2500 Meter hoch aufs Timmelsjoch. Polizei und Rennleitung wissen, dieser Tag verlangt von ihnen höchste Aufmerksamkeit. Der Zimmelsjoch ist eine sehr stark befahrene Strecke für Motorradfahrer, auch für Cabrio-Fahrer, Ausflugsziele und so weiter. Es sind doch 2000 Moped auf der Strecke zusätzlich, die natürlich auch mit der Geschwindigkeit ein bisschen
schwierig zu handhaben sind. Und da müssen wir einfach schauen, dass wir alle zusammenarbeiten und dass nichts passiert, dass wir alle wieder nach Hause bringen. Der stellvertretende Polizeikommandant Luigi Moser hat für die Marathon-Teilnehmer eine Überraschung parat. Auf dem Weg zum Gipfel fischt er alle raus, die ihm verdächtig vorkommen. Wer am Abend zu viel gebechert hat, muss jetzt zittern. Sie können das Gerät selbst halten. Sie haben letztes Jahr eigentlich alle rausgezogen. Da standen die zu fünft da und dann durfte jeder blasen, der vorbeigefahren ist. Jeder. Also ich glaube, die machen das schon gerne, gell? Aber ist ja klar, dass bei so einem großen Fest da kontrolliert werden muss, gell? Geschafft! 0-0! Einmal frei, jetzt geht's weiter. Aber auf Stimmelsjob, würde ich sagen. Das Wetter ist bestens, aber der Anstieg ist steil. Mit Vollgas kriechen die 50 Kubikmaschinen den Berg hinauf. Wer langsam fährt, der sieht viel mehr. Oben ist es kalt. Doch wer beim Moped-Marathon mitfährt, hat so seine Tricks, sich warm zu halten. Beim Team Bordercross 50 Kubik aus Nordrhein-Westfalen läuft soweit alles. Keine Ausfälle. Doch dann verliert Jenny plötzlich den Anschluss. Als Anfängerin bremst sie noch viel zu viel und verliert wertvollen Schwung. Dann bleibt sie plötzlich stehen. Die anderen merken erstmal nichts. Ist immer so ein kleiner Schreckmoment erstmal, wenn man stehen bleibt. Aber weiter nichts. Ach komm, geht wieder. Das erste Gang und dann geht's ja normalerweise wieder. Jenny kriegt ihre Schwalbe wieder in Schwung. Der Rest des Teams ist allerdings nicht mehr in Sicht. Die Straße zum Timmelsjoch ist normalerweise vor allem bei den Fahrern schneller Motorräder und teurer Autos beliebt. Die werden von den vielen Mopeds natürlich böse ausgebremst. Am besten, man nimmt's mit Humor. Für uns wirkt das wie eine Qual, aber die haben ja ihre Waffen selber gewählt, ne? Ansonsten hat man eine Schlange an Wohnmobilen vor sich. Auch nicht besser. Das finde ich lustiger hier. Schließlich erreicht Jenny die Mautstation. Los einwerfen. Voll, danke schön. Und weiter geht's. Flosch, Conny und Michael, die drei Faultiere inkognito, sind auch ganz oben angekommen. Es ist einfach der schönste Punkt von der ganzen Tour. Das ist wirklich das Highlight, also das Höchste, was man machen kann. Es fühlt sich hervorragend an. Ich bin die ganze Zeit nur am Grinsen. Die Luft ist ein bisschen dünn, aber wunderschön. Im ganzen Fahrerlager hat sich da längst rumgesprochen. Die Zukunft des Ötztaler Marathons steht auf der Kippe. Der Erfinder des Ganzen, der Organisator, Motor und in diesen Tagen allgegenwärtige Präsident Manuel Ribes will aufhören. Wenn man so wie es halt ist im Leben, man muss halt einfach auch einmal wissen, wann es Zeit ist. Man muss wissen, wann man gehen muss, hat der gute Herr Falco einmal gesagt. Und am Zenit kann man schon einmal aufhören. Nie mehr Ötztaler Moped-Marathon. So langsam sickert diese Erkenntnis auch bei Flosch durch. Ja, es darf nicht das letzte Mal sein. Es darf nicht das letzte Mal sein. Umso mehr genießen sie alle die große Ausfahrt. Und alle hoffen insgeheim, dass der ganze Moped-Enthusiasmus im Ötztal irgendwie ausreicht, das Ende doch noch abzuwenden. Es gibt aber auch Biker, die gegen solch ein Ende deutlich weniger Einwände hätten. Jene, die mit ihrer Muskelkraft den Berg bezwingen. Rennradfahrer haben es schwer rund ums Ötztal in diesen Tagen. Es riecht ein bisschen nach Öl und Benzin.
Also richtig schön für die Moped-Fahrer, aber richtig scheiße für die Fahrradfahrer. Ja, es sind halt frisiert, es ist halt nicht zulässig, wie die unterwegs sind. Wenn da ein Unfall passiert, kein Versicherungsschutz und ja, finde ich schwierig. Weiter unten im Tal hat Luigi Moser, seines Zeichens stellvertretender Polizeikommandant, genau deshalb seinen Rollenprüfstand aufgebaut. Um zu testen, ob die Mopeds nicht frisiert wurden, also deutlich schneller fahren, als sie eigentlich dürften. Dann einfach Moped starten, langsam hochschalten, bis zum letzten Gang. Bei diesem Rider bleibt die Endgeschwindigkeit am Ende trotz des enormen Radaus erstaunlich niedrig. Der Verdacht? Er hat nicht hoch in den größten Gang geschaltet. Dann einen schönen Tag noch. Dankeschön. Wiederschauen. Na super. Warte, ist nicht im letzten Gang. Ja, der Vierter, oder? Dann will ich mich verzählt haben. Denke ich. Ach, ich glaube, ich war im Vierten. Ein anderer hat da weniger Glück. Nach dem ersten Blasen hat die Polizei Klärungsbedarf. Es gab einen erhöhten Wert. Deshalb muss ein zweiter Test gemacht werden. Es kommt darauf an, wenn er über 0,5 Promille ist, darf er natürlich nicht weiterfahren. Und sollte der Grenzwert 0,8 Promille überschritten werden, ist eine Führerschaftnahme an Ort und Stelle vorgesehen. Der Fahrer kommt mit einem blauen Auge davon. Unter 0,8 Promille bestätigt der zweite Test. Er darf seinen Führerschein behalten. Nur sein Moped, das muss er stehen lassen. Zu Fuß und recht verstimmt tritt er den Rückweg an, zurück ins Tal nach Sölden. Hier wird erneut die Höchstgeschwindigkeit gemessen, aber diesmal nicht von der Polizei. Galt bei Polizist Moser noch, nur nicht zu schnell, heißt es jetzt, gewonnen hat, wer die Tachonadel am höchsten kriegt. Mit knapp 75 Kilometern in der Stunde ist sie die Siegerin. Ihr Glück, dass Luigi Moser nicht da ist. Für die Schweizer Zweitaktlegende Markus Sick stehen andere Dinge im Vordergrund. Um den Sternmotor eines Modellflugzeugs hat er sein Traumbike herumgebaut. Er hat seine 50 Kubikliebe zum Beruf gemacht. Restauriert alte Schätze und baut eigene, ausgefallene Custom-Bikes. Wenn man in den Bergen irgendwo hin will, dann braucht man entweder gute Muskeln, das hatte ich nie, oder einen Motor mit zwei Rädern. Und das habe ich dann stets bevorzugt. Also ich habe die Liebe zu den Motoren gefunden, weil ich eigentlich sehr, sehr, sehr träge bin. Ich bin sehr faul. Wenn ich genug Benzin habe, dann konnte ich fahren, wohin auch immer mich es trug. Es ist für mich die totale Freiheit, die ich damals schon gewonnen habe, in den Bergen. Als es im Ötztal dunkel wird, feiern wieder alle. How to say and how I feel. Nur Moped-Präsident Manuel weint heimlich hinter der Bühne. Er hat selbst entschieden, nicht weiterzumachen. Aber dass es der letzte Marathon sein soll, tut weh. Vizepräsident Jakob Gamper versucht zu trösten. Mein Manuel, schon heute muss ich mich zusammenreißen. Aber das kriegen wir hin. Zumal noch was fehlt in dieser Geschichte über den Ötztaler Moped-Marathon. Der Massenstart. Es ist der Tag des Moped-Marathons. Alle haben sich schick gemacht. Wir sind die Heiratsschwindler aus dem Taunus, die Taunus-Crawler. Ja, extra aus dem Taunus gekommen, um diese einmalige Veranstaltung hier noch mal erleben zu dürfen. Sensationell. Sie finden gehäkelte Helme schick. Der Preis dafür? Ein Strafzettel.
Deutschland wäre es teurer gewesen. Also keine Ahnung, was hier los ist, aber die wollten wahrscheinlich noch ein bisschen was für die Kaffeekasse haben. Von daher, 20 und dann waren die glücklich. An der Talstation in Sölden stehen jetzt mindestens 5000 PS. Allerdings verteilt auf 2000 Motoren. Mal wieder ein Massenstart mit richtig viel. Zweiter Gemisch in der Luft, das ist schon eine coole Sache. Sie kommen alle aus Bremen. Steffi brachte sogar ihre Ziegen mit. Wir haben ja auch Tiere zu Hause und die haben wir abgekocht und dann extra abgekocht für andere. In der Hexenküche. Meine einzige Sorge ist, dass das Wetter vielleicht nicht hält und dass es uns oben böse erwischt. Wenn wir Glück haben, bleiben wir trocken. Was viele unterschätzen, zum Gletscher hoch ist es sehr steil. Die Bikes werden jetzt sterben wie die Fliegen. Also ich glaube, der eine oder andere wird jetzt heute das Zeitliche segnen. Dicht an dicht stehen sie. Auch Flosch, Michael und Conny. Nur noch wenige Sekunden bis zum Start. Neben der Talstation noch mal so viele, die warten. Und dann geht es endlich los für die 2000 Rider, wie die Fahrer beim ÖMM genannt werden. Und die an diesem Tag vor allem eines haben wollen. Jede Menge Spaß beim wohl letzten Massenstart der Moped-Freaks vom Ötztal. Und dann beginnt er, der Kampf mit dem Berg. 50 Kubik gegen 1500 Höhenmeter. Ist das steil, kannst du nicht vorstellen. Während der eine schnauft, zieht die andere locker vorbei. Froh kann sein, wer Pedale zum Nachhelfen hat. Und wie Marathonpräsident Manuel Ribes prophezeit hat, heißt es bei manchem schnell. Das passiert zunehmend, je steiler es zum Rettenbachgletscher hochgeht. In der dünnen Luft pumpen die Vergaser zu viel Benzin. Abhilfe schaffen magere Düsen, wenn man sie dabei hat. Wir haben ein kleineres Ritzel verbaut, weil wir sonst berglich hochkommen. Und die Übersetzung war zu lang. Und wir hoffen, dass es jetzt klappt. Dann haben wir ein bisschen mehr Drehzahl im Motor und dann. Er hat Probleme, seinen Vergaser wieder an Ort und Stelle anzuschrauben. Plötzlich ist da kein Platz mehr. Und hier schrauben gleich zwei Generationen an einer Puch. Ich fahre schon länger mit so Oldtimer-Mopeds. Und irgendwie sind meine Söhne, also der zweite Sohn ist auch mit, am Feuer gefangen. Und jetzt sind wir eine Gruppe Leute da und sie fahren mit. Wer sein Moped wirklich liebt, kann ihm hier in der hochalpinen Extremsituation ganz nahe kommen. Beim Team Bordercross läuft es gut. Auch Jenny hält mit. Andere brauchen etwas Unterstützung. Am besten von vorn und von hinten. Es reicht dann aber trotzdem nicht. Der Motor hat aufgegeben. Entmutigen lassen sich die Schweizer Moped-Freunde deshalb nicht. Wir schaffen es, egal, auch ohne Motor, wir schaffen es. Wer weiterkommt, schraubt sich immer höher in den engen Serpentinen. Doch je höher es nach oben geht, desto kälter wird es. Das gilt allerdings nicht für die 15-Kilo-Motörchen, die jetzt an ihrer Belastungsgrenze sind und deshalb ganz schnell überhitzen können. Auch Steffi aus Bremen ist mit Moped und Ziegenkopf liegen geblieben. Ich habe einen brutalen Ausfall hier. Nichts geht mehr. Ich kriege die Maschine nicht mehr an, aber ich lasse mich jetzt runterrollen. Gott sei Dank kommt da der Sheriff.
Sheriff, ich brauche Abschleppung! Was? Ich brauche einen Abschlepper! Sheriff! Ich komme den Berg nicht mehr hoch! Nichts Abschlepper! Die Polizei! Also Polizei! Der Plan ist, runterrollen, Maschine wieder an. Hallo. Und eine kleine Schleife wieder hoch. Du willst doch nicht ganz runter. Ja, doch, ich krieg die Maschine ja nicht an. Ja, aber dann muss ich ja nicht ganz runter. Nee, aber ich brauch Schwung, sonst komme ich hier nicht hoch. Das war ja das Problem. Komm den Berg nicht hoch. Ja. Ich komm den Berg nicht hoch. Und? Kann ich dich jetzt noch unterstützen? Ja, moralisch. Moralisch. Hey! Okay, auf die Pferde, fertig! Ja! Devin! Du schaust vor! Gordon, flieg runter an dich! Ja! Das ist alles, der Vogel fliegt! Er fliegt, er wird oben landen! Team Bordercross ist weiter gut dabei. Ingos türkise Lambretta Louis und Tonis Vespa erweisen sich als echte Bergziegen. Dann ist die erste Gipfelstation erreicht. Ja, ordentlich hart. Also die Hände haben schön gekribbelt die ganze Zeit eigentlich. Da muss man auch mal zwischendurch eine Pause machen, der Maschine mal eine kleine Pause geben. Aber im Großen und Ganzen ging es eigentlich ganz gut. Wer es nach oben geschafft hat, freut sich über die Schönheit der Bergwelt. Wie dieser Mopedfahrer aus Belgien. Die Gegend hier ist super. Das ist kein Vergleich mit egal wo auf dieser Welt. Also ich dachte immer, ich wohne im Paradies, aber wenn ich das hier sehe, das ist fantastisch. Oder man macht, wie diese Thüringer, eine Schneeballschlacht. Mitten im Juni. Wie Jenny wollen viele noch weiter zum Tiefenbachgletscher. Doch dafür müssen sie, und vor allem ihre Lungen, leidensfähig sein. Denn dahin führt nur ein Weg. Der höchstgelegene Straßentunnel Europas. Der jetzt, voller Zweitaktqualm, dem Schlund der Hölle gleicht. Und das in 2800 Metern Höhe. Die Faultiere sind schon wieder auf dem Rückweg. So weit oben waren die Zottelfelle das perfekte Outfit. Nur Floschs 67er Zündapp Sportkombinette hat mit ihren 2,6 PS plötzlich schlapp gemacht. Was soll ich sagen? Also ich bin 10 Höhenmeter unterm Gletscher hängen geblieben. Keine Chance mehr. Die hat einfach zu wenig Luft gezogen. Die Luft ist heute zu dünn hier. Aber ich habe es fast bis hoch geschafft. Und ich bin auf Gletscherhöhe. Zwar am unteren Fuß, aber ich habe bis zum Gletscher habe ich es geschafft. Die Fahrt nach oben war am Anfang ein bisschen langsam im Pulk. Ist immer jemand langsamer vor dir. Aber hier oben, wo sich dann die Menge ein bisschen ausgedünnt hat, hat man richtig Stoff gegeben. Spaß gemacht. Ich bin jetzt doch froh, dass ich hier oben bin, dass es nicht geregnet hat. Die Sonne kommt jetzt auch heraus und auch was sehr Feines, weil es doch ein bisschen frischer ist. Aber jetzt ist die Kostümwahl wieder perfekt beim Gletscher. Sascha trifft am Tiefenbachgletscher auf diese Schweizer mit ihren alten, umgebauten Töfties, wie man Mopeds in der Schweiz nennt. Welches Fabrikat die Kisten ursprünglich hatten, erkennt auch Schrauber Sascha nicht mehr. Schöne Mopeds, auf jeden Fall. Geht so Richtung Simson SR2, aber die sind so umgebaut, ich erkenne sie nicht. Keine Ahnung. Egal, 12.000 Euro soll eines heute wert sein. Die vier Jungs aus Aargau wirken in Opas Tweet, als seien sie aus der Zeit gefallen. Wir haben Mopeds aus den 60er Jahren. Da haben wir gedacht, wir müssen auch dementsprechend gekleidet sein. Und jetzt sind wir hier, 60er Jahre Mopeds, und zusammen sind wir vielleicht auch 80 Jahre alt. Manuel Riebes hat es mit seiner alten Puch-Bergsteiger locker hoch auf den Gletscher geschafft. Jetzt hängt der Moped-Präsident die kleine 50er symbolisch an den Nagel. Und das macht man am besten mit einem Kran, der ansonsten Tonnen hebt. Sieht einfach dramatisch aus. Manuel ist sichtlich angefasst von der Szene. Ja, die letzte Ausfahrt da herauf in unsere Heimat, das ist schon, das kann schon was. Also man ist den Tränen schon sehr nahe. Wenn man auch weiß, dass die ganze Sache wirklich zum allerletzten Mal ist. Ich durfte heute schon Helme signieren, Mopeds signieren, also das, sehr, sehr großer Tag für mich heute.
Also ich habe so ein weinendes Auge, ein lachendes Auge, einfach lachend, weil wir dabei sein konnten. Das letzte Mal, es war wirklich schön. Ein bisschen, ja, weinendes Auge, dass es halt wahrscheinlich nicht mehr ist, man muss es so sagen. Aber wir machen das Beste draus, wir feiern jetzt noch weiter und es macht einfach mega Gaudi. Auch Marcel und Jenny hatten die drei Tage einen Riesenspaß. Ebenso wie das gesamte Team Bordercross 50 Kubik. Mit 3 PS die Berge hochkriechen, hat für Sascha Finke nun mal seinen ganz eigenen Reiz. Ich glaube, letztendlich dreht sich die Welt schnell genug, dass man mal ein bisschen entschleunigt unterwegs ist. Und das sind Momente und Erinnerungen, die, glaube ich, ein Leben lang so im Kopf bleiben. Es war wohl tatsächlich der letzte MM, der letzte Ötztaler Moped-Marathon. Aber das ist noch nicht das Ende dieser Geschichte. So, liebe Freunde, wir haben uns heute zusammengesetzt. Wir sind noch beim Behirnen alle miteinander. Wir dürfen verlautbaren, es gibt keinen Ötztaler Moped-Marathon mehr, aber es gibt ein Ötztaler Moped-Treffen. Und zwar vom 23. und 24. Juni. Ich habe mal angerufen, das gleiche Wochenende wie gehabt. Und Details folgen. Und so werden sich auch im nächsten Jahr wieder Zweitakter die Tiroler Berge hochquälen. Beim ersten Ötztaler Moped-Treffen.